Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es war richtig und gut, dass die SPD diesen Setzpunkt heute gesetzt hat. Ihr habt sehr deutlich gemacht, dass es hier wirklich eine ganz, ganz kritische Diskussion gibt. Und ihr habt sehr deutlich gemacht, dass es vier wichtige hessische Konflikte in der Kinderbetreuung gibt. Das erste ist die finanzielle Belastung der Kommunen durch die frühkindliche Bildung. Es gibt kaum einen, außer vielleicht die Rechtsaußen, die behaupten, dass der Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder wie für Eltern nicht wichtig sei. Aber die Kommunen sind dermaßen belastet. Und gucken Sie sich das wirklich einmal an, wie die in ihren Haushaltsberatungen kämpfen darum, einen Haushalt zustande bekommen und eine gute und verlässliche Kinderbetreuung tatsächlich auf den Weg zu bringen. Der zweite Konfliktfall ist die Kostenschacherei um die Finanzierungsanteile des Landes. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Das ist wirklich unwürdig. Das dritte sind die Investitionskosten. Das werde ich auch noch erwähnen. Und das vierte, die qualitative und bessere qualitative und personelle Ausstattung. Dazu sehen wir uns in zwei Stunden ja wieder. Die finanzielle Belastung der Kommunen durch die frühkindliche Bildung. Es gibt eigentlich viele Gründe, dass wir uns freuen. Es gibt mehr Kinder, die auf die Welt kommen, und es gibt mehr Kinder, die in die frühkindlichen Einrichtungen gehen. 14% mehr Kinder besuchten 2019 die Kitas gegenüber 2012. Bei den U3-Kindern sind es sogar 39% mehr geworden. Und sicher auch durch die Beitragsbefreiung nehmen 23% mehr an der Mittagsverpflegung teil. Eine tolle Nachricht. Ja, wenn das nicht bedeuten würde, dass die Belastungen der Kommunen weiter steigen, ohne dass sie einen entsprechenden Ausgleich erhalten. Die Ausgaben steigen in Hessen um etwa 200 Millionen € pro Jahr, die Zuweisungen aber bisher nur um 18 Millionen €. Da gibt es eine Mordsdiskrepanz dazwischen. Lassen Sie mich jetzt zu einigen dieser beliebten Taschenspielertricks des Landes kommen. Ich vermute einmal, dass ich nicht alle durchschaue, aber manchen. Also da steckt wirklich viel Energie drin, den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, dass es nie so schön war in Hessen, dass nie so viel Geld ausgegeben wurde und das Geld, dass das Land sich nie so für die Bedürfnisse der Menschen, seiner Bürgerinnen, engagiert hat. Wenn die Landesregierung bei der Kita-Betreuung und auch bei der Krankenhausfinanzierung und einige mehr aber finanzielles Engagement zeigt, dann hat sie das Geld vorher von den Kommunen weggenommen. Das ist eindeutig. Das ist der erste Trick, funktioniert nach dem Prinzip rechte Tasche, linke Tasche und hat von Ihnen den euphemistischen Namen starke Heimat erhalten. Sie enthalten den Kommunen die Mittel der eigentlich wegfallenden Gewerbesteuerumlage vor, um es ihnen dann ganz großzügig sozusagen teilweise für die Kitas wieder zurückzugeben. Dabei belassen sie es aber nicht nur. Nein, das ist nicht nur ein Trick, es gibt mehrere. Sie verschieben auch die Mittel des Bundes so, dass am Ende die Kommunen und Kitas das Nachsehen haben. Sie reichen die Mittel des Bundes reduziert und zeitverzögert weiter. Während die 413 Millionen € in den Jahren 2020 bis 2022 an das Land fließen, wollen die Koalitionäre die Summe über 4 Jahre ausgeben, nämlich bis 2023. Da könnte man sagen, ja, nicht so schlimm, das Geld kommt ja irgendwann an. Aber das ist aus zwei Gründen falsch. Erstens haben Sie immer versprochen, dass das Land nach dem Auslaufen der Bundesmittel die Finanzierung 1:1 weiterführen würde. Dank Ihres Taschenspielertricks mit den 4 Jahren sparen Sie sich aber schon einmal komplett ein ganzes Jahr 2023. Also sind das nach dieser Rechnung schon knapp 100 Millionen €, die Sie weniger für die frühkindliche Bildung in Hessen zur Verfügung stellen. Aber das hat noch einen netten Seiteneffekt, sicher nur aus Sicht des Finanzministers. Dadurch, dass Sie den Kommunen jetzt in den nächsten Jahren 33 Millionen € pro Jahr vorenthalten, sinkt natürlich auch der Antrag, den Sie versprochen haben, weiter zu finanzieren, eben um diese 33 Millionen € in den Folgejahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Herrn Schäfer ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. 2023 98 Millionen € gespart und dann noch eine in den Jahren danach eine deutlich geringere Finanzbelastung.
Das ist eine schöne Nachricht für den Finanzminister, aber eine schlechte Nachricht für die Kitas, deren Personal, die Kinder und die Eltern in dem Land. Und das zum Thema dauerhafte Finanzierung, Herr Wagner. Ich sage Ihnen, ich finde diese Politik falsch und empörend. Sie biegen sich ihre eigenen Aussagen je nach Interessenslage zurecht, um ein einziges Ziel zu erreichen, möglichst wenig originäre Landesmittel für frühkindliche Bildung in diesem Land auszugeben. Sie heimsen die Lorbeeren ein, aber Sie kommen als Koalition und Landesregierung Ihren Verpflichtungen nicht angemessen nach. Sie kommen ihnen gar nicht nach. Solche Taschenspielertricks, meine Damen und Herren, schaden der Demokratie in diesem Land. Und wenn wir bei den Finanzzuwendungen sind, lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Warum sind Ihnen die Kinder, die in Kitas in kommunale Trägerschaft gehen, weniger wert? Auch nach der Anpassung der Betriebsförderung wird es so sein, dass dafür weniger Geld ausgegeben wird als bei den freien Trägern. Aber ich will noch einen alten Trick, einen der älteren Tricks, noch einmal ergänzen. Es geht um die Befreiung von den Elternbeiträgen. Die kostet 350 Millionen Euro im Jahr. Es ist gut so, dass die Eltern mindestens für 6 Stunden keine Elternbeiträge mehr zahlen müssen für die 3- bis 6-Jährigen. Aber nicht gut ist, dass die Hälfte des Geldes aus dem kommunalen Finanzausgleich kommt. Und seit 2018 sind somit 433 Millionen € den Kommunen entzogen worden, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Munter geht es weiter, und das war ja schon Thema bei den Investitionen für die frühkindliche Bildung. Da gibt es eine weitere, das wurde ja schon genannt, das Bundesinvestitionsprogramm, das Windhundrennen, das viele Kommunen verloren haben und jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Kitas bezahlen sollen. Und ich glaube auch, dass jetzt das Geld, was die Anträge, die jetzt vorliegen, die 92 Millionen € weit übersteigen werden und nicht ausreichen werden. Und da finde ich es wirklich sehr lustig, wenn Frau Ravensburg sich hier herstellt und sagt, die Familienministerin soll sich doch einmal gefälligst gegen die CDU durchsetzen. Also, stimmt, da muss man gar nichts mehr zu sagen. Das spricht für sich. Ich denke, tun Sie doch einmal etwas in Richtung, es ist kaum noch einer da von der CDU, aber tun Sie doch noch einmal etwas in Richtung Ihrer CDU, damit wirklich ein Geld für frühkindliche Bildung auch von Seiten des Bundes verlässlich und dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Aber ich möchte ja die Bundeslandeskiste nicht so weit aufmachen. Lassen Sie uns in Hessen bleiben. Jetzt schlägt das diese 92 Millionen €. Das Ministerium schlägt jetzt hier einen Verteilungsschlüssel vor. Wie ich den gehört habe, ist mir, gelinde gesagt, das Messer in der Tasche aufgegangen. Ja, ich habe auch manchmal Taschen in den Hosen. Also, 50% der Mittel soll an alle Jugendhilfeträger als Sockelbetrag ausbezahlt werden. 50% der Mittel orientieren sich an die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren. Das ist doch völlig unsinnig. Was wollen Sie denn damit bewegen? Klar, wir wissen, die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren ist im ganzen Land innerhalb von 7 Jahren um 12% gestiegen. Aber das ist doch nicht gleichmäßig, diese Entwicklung. Wir haben doch eine deutliche Zunahme von Kindern in den größeren Kommunen, in den Rhein-Main-Regionen, in den Städten und weniger in den ländlichen Regionen. Warum unterstützen Sie denn nicht wirklich überproportional diese Kommunen, die auch jetzt unbedingt Kitas ausbauen müssen? Die müssen doch das Geld bekommen, weil die Kinder die stehen da. Alleine bei mir im Kreis Groß-Gerau gibt es mehr als 1.100 Kinder, die demnächst einen Kita-Platz brauchen. Dort muss das Geld hin, in diese Kommunen, die denn einen Ausbaudruck haben und nicht mit der Gießkanne durchs Land gehen und jedem Mal ein bisschen was an Investitionsmitteln zur Verfügung zu stellen. Da brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Sie nur Unmut und keine blühenden Landschaften sehen. Applaus
und stellen Sie die Finanzierung der Kita-Betreuung, und das möchte ich ergänzen, auch insgesamt die Finanzierung der Kommunen, weil es ist wirklich nur ärgerlich, mit welchen Art und Weise hier Sie damit umgehen, endlich auf eine transparente und stabile Grundlage. Verschleiern Sie nicht ständig die Belastung der Kommunen. Hören Sie auch einmal den Spitzenverbänden zu. Und das wären die Aufgaben, die die Hessische Landesregierung dringend zu erledigen hätte. Danke schön.